Dies ist nun eine fertig gestrickte und gehäkelte Eule vor dem Verfilzen. Hallo, heute habe ich eine neue Idee für euch. Wir wollen heute eine Eule zusammen stricken und teilweise häkeln. Und dazu brauchen wir, ich habe mal zwei Farbkombinationen hier hingelegt. Für den unteren Körper ist eine 100% Filzwolle, etwa 50 Meter bei 50 Gramm. Sehr schön. Dann habe ich hier alles in braunen Naturtönen oder hier in lila-rot. Wir brauchen von jeder Wolle zwei Knäuel, zwei für den unteren Körper und zwei für den oberen Körper. Für Flügel, Schnabel und Krallen brauchen wir eine Filzwolle in braun. Natürlich braucht er da nicht alles. Wenn ihr noch einen Rest habt in schwarz oder einer anderen Farbe, geht natürlich auch prima. Als Umrandung für die Augen habe ich hier eine Frandelwolle. Wenn ihr einen Rest habt, prima. Wenn ihr es gar nicht möchtet, lasst es einfach weg. Das ist alles gar kein Problem. Ich habe die Wolle etwas reichhaltiger beschrieben, mit jeweils zwei Knäuel, weil jeder anders strickt. Manche stricken ganz fest, manche ganz locker. Und es soll ja auch reichen, nicht, dass er dann dasteht und der letzte Zipfel vom Ohr geht nicht mehr. So, ich entscheide mich heute für das lila multifarbene Filzgarn. Und zwar müssen wir als allererstes 48 Maschen fangen. Dazu nehmen wir ein Spiel. Normalerweise besteht das Spiel aus 5 Nadeln. Ich stricke aber immer mit 4, weil es schneller geht und einfacher und der Wechsel einfacher ist. Später brauchen wir noch eine Häkelnadel in der Stärke 5, 6 oder 7, was ihr zu Hause habt. Eine Rundstricknadel in 6, 7 oder 8, eine dicke Nadel und eine Schere. Also fangen wir jetzt an und schlagen 48 Maschen an. Das könnt ihr auf der Rundstricknadel machen und dann auf das Spiel verteilen oder gleich auf das Spiel. Mir sind die Nadeln dazu nicht zu kurz. Wer ein bisschen ungeübter ist, sollte es vielleicht auf die Rundstücknadel fangen und dann verteilen. Wir nehmen 48 Maschen und verteilen dann auf 3 Nadeln jeweils 16 Maschen. Eine dicke Wolle ist hier unerlässlich. Wie gesagt, etwa 50 Meter Lauflänge bei 50 Gramm. Ich fange Maschen immer rechts, links, aber ihr könnt auch die ganz normale, einfache Art der Maschen fangen im Stricken benutzen. Jetzt haben wir 2, 4, 6, 18, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Ihr seht, also es passt schon auf die kleine Nadel, aber wer ein bisschen lockerer fängt und die rutschen dann durch, der sollte vielleicht doch auf die Rundstricknadel fangen. 44, 45, 46, 47, 48. So, nun verteilen wir die Maschen. Ich mache das immer so. Ich fange hinten und vorne an. Also hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, hätten wir die. Und jetzt gehe ich auf die andere Seite und mache da auch nochmal 16 runter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. So, jetzt ein Trick. Wir haben es alle schön darauf. Und dann
Anfang und Ende verknoten wir. Dann schließt sich gleich unsere Reihe und es ist einfacher zu stricken. Das ganze Teil der Eule, der Körper, wird nur mit rechten Maschen gestrickt. Wir fangen jetzt an und stricken alles rundherum rechte Maschen. Insgesamt brauchen wir hierfür 27 Reihen. Und das machen wir dann erst einmal. Bitte strickt jetzt 27 Reihen. So, ich habe nun 27 Reihen gestrickt und ich möchte euch einmal zeigen, wie man die Reihen am besten zählt. Am besten nimmt man dann einen Strickstock und guckt sich hier so eine Reihe an. Das sieht so aus wie kleine Faust. Dann geht man rein und zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann kann man prima zählen und weiß immer, wo man ist. Wir sind jetzt bei 27 Reihen mit der Multiwolle, schneiden hier ab und nehmen unsere Naturwolle. Da dieses Teil gefilzt wird, knote ich immer an. Dann haben wir kein Loch und können gleich weiter stricken. Einfach angeknotet die Knoten nach innen. Das filzt sich dann alles und das ist alles gar kein Problem. Man braucht diese auch nicht zu vernähen. So, und jetzt fangen wir an und wechseln die Farbe und stricken jetzt in Natur 17 Reihen. 17 Reihen als weiter mit einer rechten Masche. Und das machen wir jetzt erst einmal. Wie gesagt, 17 Reihen. Wir haben nun 17 Reihen gestrickt und jetzt fangen wir mit den Ohren an. Dazu müssen wir jetzt erstmal 5 Maschen abnehmen. Das geht so, wir stricken eine und die nächste und ziehen die hintere über die vordere. Eine Masche abgenommen, zwei Maschen abgenommen. Wie gesagt, eine haben wir, eine stricken wir und ziehen die hintere über die vordere, das sind 3 Maschen. 4 Maschen, 5 Maschen. 5 Maschen haben wir. Jetzt stricken wir 19. Das ist die erste. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 15, 16, 17, 18, 19. So, jetzt stricken wir wieder eine Masche und die nächste Masche und ziehen die hintere über die vordere. Wir stricken wieder eine Masche und ziehen die hintere über die vordere. Das sind 2. 3. 4, 5. Und jetzt stricken wir die kommenden Maschen, bis wir zur Abnahme kommen. Und dann müssen wir die Maschen neu ordnen. Wir haben jetzt 2 Abnahmen und dann fangen wir jetzt an, das Ohr zu stricken. Dazu müssen wir erstmal die Hälfte der Maschen auf die Rundstricknadel machen. Die brauchen wir nämlich erstmal nicht. Wir stricken erst eine Seite des Ohrs und dann die zweite Seite. Diese 19 Maschen kommen jetzt auf die Hilfsnadel, auf die Rundstricknadel und die lassen wir einfach hängen. Da drüben die dann noch. Deswegen haben wir die Rundstricknadel. Die können wir von beiden Seiten benutzen. Wir machen jetzt die 3 Maschen auch noch darauf. So,
Und das lassen wir einfach hängen. Das brauchen wir im Moment nicht. So, jetzt haben wir hier unsere Maschen. Dann brauchen wir den Faden darüber. So. Wichtig ist jetzt hier, das ist die Mitte vom Kopf, wo wir abgenommen haben. Hier wollen wir unser Ohr daran stricken, aber hier müssen wir 8 Maschen dazu fangen. Hier geht es einfach. Wir nehmen unsere Nadel und fangen 8 Maschen. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, die hätten wir. Jetzt fangen wir hier an und stricken einfach weiter. Wenn es dann ein bisschen los ist, können wir das dann vernähen. So, wir stricken jetzt einfach mal weiter. Immer rechts weiter. Eine Reihe. Danach müssen wir die Maschen auf die 3 Nadeln neu verteilen. Das ist jetzt das Komplizierteste an der Eule, aber ich hoffe, ich erkläre es euch so einfach, dass ihr es leicht nacharbeiten könnt. So. Achtung. Jetzt kommt. Jetzt müssen wir den Strickstock nehmen. Hier müssen wir nun von den 4, also 4 Maschen von den 8 dazu gefangenen auf die andere Nadel nehmen. Genau die Hälfte von den dazu gefangenen. Und stricken jetzt diese erst einmal ab. Wir haben 3 Nadeln und stricken die jetzt ab. Richtig feste ziehen. So. So. Natürlich stimmt jetzt unsere Maschenzahl überhaupt nicht, aber wir haben vom mittleren Teil vom Ohr die Hälfte schon da. Und jetzt ordnen wir die Maschen neu. Und zwar machen wir erst einmal auf jede Seite von den beiden mittleren Nadeln 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Auf dieser Seite haben wir 10. So, jetzt machen wir das hier auch. Eins, zwei, drei, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, und diesen ordnen wir dann auf diese Nadel. So, weil wir brauchen gleichmäßig, das ist wie ein Dreieck. Hier sind unsere zugenommenen 8 Maschen, genau in der Hälfte, auf dem Strickstock 4 und hier 4, weil wir dann in dieser Ecke immer abnehmen. Und jetzt stricken wir einmal 4 Reihen über diese Maschen drüber hin. Die 4 Reihen haben wir nun gestrickt und jetzt zeige ich euch, wie die Abnahme geht, damit die Ohren so schön spitz werden. Und zwar kommen wir zur mittleren Nadel. Wir stricken bis auf 2 Maschen ab und dann stricken wir die letzten beiden zusammen. Ganz wichtig, feste ziehen. So, bei dieser Nadel stricken wir die ersten beiden zusammen. Das gibt dann eine ganz tolle Strähge. Wichtig ist, feste ziehen. So, jetzt stricken wir wieder rundherum. Ich zeige euch nochmal eine Reihe, wie wir abnehmen. So. Diese Nadel interessiert uns erstmal überhaupt nicht.
hier weiter. Wir kommen jetzt wieder an die erste Nadel, wo abgenommen wird, aber am Ende immer die letzten beiden dieser mittleren Nadel. Ihr seht das, hier haben wir zugenommen. Und dann müssen wir hier die ersten beiden, vielmehr die letzten beiden und hier die ersten beiden zusammenstricken. Wir haben noch drei. So, jetzt liegen hier wieder die zwei und die stricken wir zusammen zu einer rechten Masche, feste ziehen. Und jetzt da wieder die ersten beiden. So, feste ziehen. Wichtig ist, wenn wir die Nadel hier so weit abgestrickt haben, und haben vielleicht auf der Abnahmenadel hier und hier nur noch zwei, drei Maschen. Dann bedienen wir uns bei der hinteren Nadel und machen zwei Maschen auf diese Nadel noch dazu. Wir heben sie einfach ab. Eins, zwei. Können wir auch jetzt, das spielt noch gar keine Rolle. Und damit es gleichmäßig ist, heben wir auch einfach hier noch mal zwei Maschen ab. Dann haben wir auf dieser drei und können dann hier weiterhin abnehmen. Ihr seht schon die Schräge, die sich hier bildet. Und das, wir nehmen auf der ersten und zweiten Nadel so lange ab, bis wir insgesamt noch sieben Maschen haben. Also hier die drei zählen wir mit, hier noch zwei und da zwei. Und dann zeige ich euch, wie wir die Spitze fertig machen. Das machen wir als nächstes. Und dann muss seitengleich auf der anderen Seite das gleiche Ohr genauso gestrickt werden. Mit acht Maschen zunehmen, vier Reihen stricken und dann in der Mitte die beiden Nadeln, die letzten beiden Maschen und die ersten beiden Maschen zusammenstricken. Und das machen wir jetzt. Eine Seite des Ohrs. Der Ohren habe ich jetzt hier fertig, wie ich euch gesagt habe, bis auf sieben Maschen. In der Mitte, wo wir abgenommen haben, haben wir auf jeder Nadel zwei. Hier haben wir noch einmal drei. Da stricken wir auch erstmal eine und dann noch mal zwei zusammen. Dann schneiden wir den Faden ab, fädeln ihn auf eine Nadel. So, und dann heben wir die Maschen einfach auf die Nadel. So, die nächsten beiden und die letzten zwei. Wir ziehen das schön feste zusammen zu einer Spitze und nähen es fest. So. Drei, viermal. Sinnvoll ist dann noch hier oben die Abnahme, wenn wir da solche Stiche nochmal machen. Von einer Seite immer rein. Es muss nicht unbedingt sein, aber es wird ein bisschen fester dann. Immer auf der gleichen Seite einstechen, drüben wieder raus. Einstechen, ziehen, einstechen, ziehen, einstechen, ziehen, einstechen, ziehen, einstechen, ziehen und dann festnähen. Einfach auf der Stelle so zwei, dreimal hin. So, das war schon. Ein bisschen großzügig abschneiden. Gut. So, das wäre jetzt erstmal der Körper mit den Ohren. Dann ist als nächstes ein Flügel dran. Ich habe schon mal einen hier gestrickt. Wir nehmen die braune Wolle. Wir können jetzt die Rundstricknadel nehmen oder einen von dem Spiel. Schlagen 17 Maschen an. 17. Und stricken dann bitte über die 17 Maschen eine Reihe. Auf die 17 Maschen habe ich jetzt eine Reihe gestrickt. Wir stricken alles in rechter Masche. So, jetzt nehmen wir immer vorne ab. Das bedeutet eine Masche stricken, noch eine stricken und abnehmen, übereinander ziehen. Das machen wir jetzt immer vorne. Die ersten beiden müssen übereinander gezogen werden.
damit es ein Dreieck gibt für unseren Flügel. Ich zeige es nochmal auf der anderen Seite. Und dann machen wir das bitte so lange, bis wir zwei Maschen noch auf der Nadel haben. Also, erste Masche, stricken, die hintere über die vordere und strecken. Also ist am besten, wenn ihr die erste dann immer abhebt, die zweite strickt und dann die hintere über die vordere. Nur bei der allerersten Masche war es anders. So, ich zeige es noch einmal. Wir heben die erste ab, wir stricken die zweite und ziehen die hintere über die vordere. Das machen wir so lange, bis wir nur noch zwei Maschen haben. Dann schneiden wir den Faden großzügig ab, nehmen wieder unsere Nadel wie bei den Ohren, ziehen den Faden durch die zwei Maschen und ziehen es fest und nähen es leicht fest. Das war unser Flügel. So, jetzt kommen wir zum Auge. Ich habe jetzt schon mal eins vorbereitet. Das wäre eine Variante ohne die Franzelwolle. Das ist dann euch überlassen. Und jetzt zeige ich einmal, wie wir das Auge machen. Hier wird gehäkelt. Wenn ihr noch nicht so häkeln könnt, ich habe eine kleine Häkelschule, da schaut ihr vielleicht mal rein. Wir brauchen als erstes 5 Luftmaschen. 3, 4, 5. Und die werden zum Kreis geschlossen. Das bedeutet, wir gehen mit in die erste Luftmasche hinein und ziehen uns einen Faden. Dann haben wir 2 und dann nehmen wir den Faden und ziehen es durch beide durch. So, das ist zum Kreis geschlossen. Jetzt 2 Luftmaschen. Und jetzt müssen wir in jede Öse der Luftmaschen 2 feste Maschen machen. 1, 2. Jetzt wieder 1, 2. Und so ist der innere Kreis, die Pupille unserer Eule. Wie gesagt, ihr könnt das in Braun machen, in Schwarz, in Blau. Das ist euch ganz überlassen.